willkommen zum nächsten Geschwistergeflüster, wie ja unsere Reihe hier auf YouTube heißt. Jetzt seht ihr aber, dass ich gerade alleine da stehe und meine Schwester Maria dieses Mal nicht dabei ist. Also herzlich willkommen beim Belinda-Geflüster. Ich habe euch heute hier den neuen ID.Buzz von Volkswagen mitgebracht in seinen beiden Ausführungsvarianten. Einmal als Personenmobil und einmal dann in der Variante als Cargo. Und der T1 ist ja mittlerweile schon über 70 Jahre her, dass der gebaut worden ist. Und ganz liebevoll wird der ID.Buzz als Enkelkind des T1-Bulli benannt. Und ich finde, das ist eine ganz hervorragende Bezeichnung dafür. Der ID.Buzz ist der erste vollelektrische Bus auf der MEB-Plattform, also auf der Plattform des modularen Elektrobaukastens, wo wir auch bei Volkswagen bereits die ID-Modelle mit dem 3er, 4er und 5er haben, ist genau die gleiche Plattform als auch zum Beispiel beim Audi der Q4 oder auch der Skoda Enyaq. Wettbewerber hat der ID.Buzz von den anderen Markenbereichen den Citroën e-Berlingo, den Opel Zafira e oder auch den Mercedes EQV. Den ID.Buzz und auch den Cargo gibt es ab ca. 64.600 € zu erwerben und die Reichweite variiert von 402 bis 423 Kilometer und die Ladezeit, wenn ich den auf 80% wiederbringen möchte, liegt circa mittlerweile bei 30 Minuten. Ich möchte euch heute im ersten Step ein Stück weit mehr den ID.Buzz Pro vorstellen. Auf den Cargo gehen wir nachher noch mal kurz ein, aber erstmal zu diesem. Das Modell, was wir hier mitgebracht haben, hat 150 kW, das sind 204 PS. Und wie es bei den Elektromodellen üblich ist, wenn es nicht der Allrad, der GTX ist, befindet sich der Elektromotor an der hinteren Achse und die Batterie ist komplett im Boden verbaut. Wenn wir jetzt zum Style-Check kommen, was hier natürlich wahnsinnig auffällig ist, ist dieses extrem große VW-Logo, was es in dieser Form auch bisher noch nicht bei der Marke gab. Das ist also in den Abmaßen her völlig anders, völlig größer und passt natürlich zu dieser bulligen Schnauze perfekt. Wenn ich bei Schnauze bin, auch hier ist zu sehen, dass die sehr kurz ist und auch eine sehr steile Frontscheibe dann hat. Und das sind ja so die klassischen Eigenschaften, die auch damals der T1, der echte Bulli, hatte. Und hier ist dann auch deutlich zu erkennen, dass das irgendwie ein Familienmitglied sein muss. Wie ich zu Eingang sagte, wahrscheinlich das Enkelkind. Was fällt hier noch auf in der Front? Wir haben natürlich hier wieder das LED-Licht, was bei dem ID.Buzz auch serienmäßig ist, sowohl in den Front- als auch in den Heckscheinwerfer. Und ihr habt die Möglichkeit, als Ausstattungsvariante wieder das Matrix IQ Light zu wählen, was dann nochmal mehr Sicherheitsaspekte mit sich bringt. Wenn wir uns so vorne die Schnauze einmal frontal angucken, ist hier natürlich auch ganz auffällig unten die großen angedeuteten Lufteinlässe. Wir haben hier ja keine Notwendigkeit, eine Motorkühlung, aber diese Optik führt dazu, dass es nochmal bulliger ist, dass er stark wirkt und einfach in Gänze hier sehr futuristisch auch aussieht. Jetzt nehme ich euch mal ein Stück weit mit auf die Seite, um einmal auf die Farben einzugehen. Ihr seht hier diesen ID.Buzz Pro ja völlig in Weiß. Wir haben aber die Möglichkeit, 11 Lackvarianten mittlerweile zu bestellen. Von den einfarbigen Varianten auch hin zu den zweifarbigen, die dann noch mehr an den ursprünglichen Bulli erinnern. In Weiß-Gelb, in Weiß-Grün, in Weiß-Blau gibt es ihn. Also in Summe in 11 Varianten könnt ihr den bestellen. Bei den Radreifen-Felgen-Kombinationen habt ihr die Möglichkeit von 18 bis 21 Zoll zu wählen und damit auch ja, für jeden irgendwie was dabei ist. Wenn wir uns jetzt den ID.Buzz mal von der Seite angucken, finde ich es immer extrem erstaunlich, dass jetzt der kurze Radstand, mit einem langen Radstand kommt er dann im nächsten Jahr auf den Markt. Das ist ja wirklich die Plattform, ich hatte es eingangs gesagt, vom ID 3, 4 und 5, die MEB-Plattform. Und ich finde es wahnsinnig spannend und faszinierend, wie man auf dieser ursprünglichen kleinen Plattform doch hier so einen großen Bus haben kann. Und das sieht man dann hier von der Seite sehr schön angedeutet. Was noch serienmäßig ist beim ID.Buzz, sind die Schiebetüren rechts und links. Das hatten wir beim Multivan ja nicht in Gänze, da war es eine Sonderausstattung. Bei dem ID.Buzz haben wir jetzt an beiden Seiten die Schiebetüren
serienmäßig dabei. Wenn wir uns ein Stück weit zum Heck bewegen, ist das hier sehr fein designtechnisch umgesetzt. Ich weiß gar nicht, wie man hierzu sagen soll, aber auf jeden Fall die Absetzungen, die hier dann auch jeweils beim ID-Bus zu finden sind. Wir haben dann bei der Heckpartie hier einen Spoiler aufgesetzt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Auch hier gibt es sehr kontroverse Meinungen. Die einen sagen, toll, muss unbedingt sein, so ein Spoiler, wirkt sehr futuristisch. Die anderen sagen, hätte man sich sparen können. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Hinten auffällig an der Heckpartie ist natürlich auch wieder das große VW-Logo, was wir bereits vorne hatten. Und dieser Schriftzug ID.Bus, der hier in Wagenfarbe leicht zu erkennen ist, doch nicht ganz so hervorsticht, wie vielleicht bei den anderen Modellen bisher. Und das alles in Summe wirkt dann sehr, sehr zukunftsträchtig. Man merkt, dass es kein Verbrennerfahrzeug ist, sondern tatsächlich irgendwie eine neue Antriebsform und in dem Fall hier ein Elektrofahrzeug. Jetzt komme ich nochmal zu den Abmaßen des ID.Bus. Wir haben also hier eine Fahrzeughöhe von 1,94 Meter. In der Breite sind wir bei 1,99 Meter und in der Länge bei 4,71 Meter. Ganz spannend finde ich, wir haben hier die Möglichkeit des Ladevorgangs. Und ich habe es in anderen Videos und in Foren gelesen, dass sich immer wieder die Frage gestellt wird, Mensch, wenn ich hier lade, kriege ich dann eigentlich die Seitentür noch auf? Und das probieren wir jetzt einfach mal, inwiefern sich das hier vielleicht beeinträchtigt. Und ich sehe, es ist genau abgemessen. Ich kann also laden, die Kids oder meine Begleitung kann hinten aussteigen, ohne dass irgendwas passiert und hier irgendeine Gefahr im Verzug ist. So, jetzt haben wir uns einmal den ID.Bus zusammen von außen angeschaut. Jetzt bin ich natürlich wahnsinnig gespannt, wie er auch von innen wirkt im Style-Check. Ihr habt also beim ID.Bus die Möglichkeit, auch verschiedene Style-Pakete zu wählen, die dann das Interieur betreffen und hier dann in farblichen Akzenten sichtbar werden. Wenn ich jetzt hier so drin sitze, ist es erstmal relativ PKW-like. Ich habe hier an den Sitzen in der Mitte die Armlehnen, was ich ganz gut finde. Habe hier dieses typische Display-Kombination, was wir auch bei den anderen ID-Modellen von Volkswagen haben. Einmal das Mitteldisplay und dann hier nochmal das Display, was direkt am Lenkrad angeschlossen ist, sodass es also auch nie irgendwie zu Sichteinschränkungen kommt, sondern sich genau so bewegt, wie ich es auch in der Einstellung des Lenkrades für mich gut finde. Von der Verarbeitung her, wir haben also das erste Mal jetzt auch ein veganes Lenkrad. Also auch hier sind tatsächlich keine tierischen Produkte diesmal verbaut. Das war bei den anderen Modellen immer noch nicht möglich. Da war es somit die einzige Komponente, die noch nicht komplett vegan war, weil es aufgrund technischer Möglichkeiten damals noch nicht zur Verfügung stand. Jetzt haben wir hier aber komplett vegan. Von der Optik-Haptik her, muss ich sagen, ist die Variante im Moment von den Sitzen her gut und schön, kann mir aber hier vorstellen, dass die anderen Style-Interieur-Pakete noch deutlich hochwertiger wirken. Wenn wir uns hier die Tür angucken, ist es vom optischen her gelungen. Aber auch hier muss ich sagen, ist es interessant, wenn man doch ein höheres Style-Interieur-Paket wählt, was hier dann farblich noch möglich ist. Ich finde es erstmal okay, haut mich aber auch nicht vom Hocker. Hier sofort auffällt, ist natürlich so der Platz nach vorne hin. Das wirkt also relativ weitläufig. Ich bin gespannt nachher beim Driving-Check, wie da das Gefühl ist, ob es irgendwie ja, zu weit weg wirkt oder ob es ganz angenehm ist, ob wir eher den PKW-Charakter haben beim Fahren oder doch dieses Bulli-Bus-Feeling. Darauf freue ich mich und bin auch gespannt, wie eure ersten Eindrücke dazu sind. Was mir noch auffällt im ersten Step, da kommen wir aber nochmal beim Everyday-Check auf, aber es ist total auffällig, dass ich wahnsinnig viel Ablagemöglichkeiten habe. Also überall, wo ich hier gerade hingucke, irgendwie im Interieur, sehe ich tatsächlich kleine Fächer, große Fächer, Möglichkeiten der Getränkeablage. Also das ist so etwas, was hier sofort auffällt und natürlich einen typischen Volkswagen-Bus-Bulli-Charakter dann auch widerspiegelt. So, dann komme ich jetzt zum Family-Check, also wie familientauglich ist dieser ID.Bus. Das hat ja sonst meine Schwester gemacht. Heute müsst ihr mit mir komplett vorlieb nehmen. Was natürlich cool ist, ich habe es eingangs gesagt beim Style-Check schon, dass wir serienmäßig zwei Schiebetüren bei dem ID.Bus haben. Eine links, eine rechts.
In dieser Ausstattungsvariante sind sie jetzt nicht elektrisch, aber auch die Möglichkeit gibt es zu bestellen. Was hier natürlich auffällt, wir haben 5 Sitzer. Das heißt, ich bin als Familie, ja, zu 5 kann ich unterwegs sein, ist aber noch ein bisschen untypisch ja für den Bulli. Und es wird dann auch noch in der nächsten Zeit Varianten geben mit 6 oder auch 7 Sitzen. Und damit kann dann auch die Großfamilie und die Oma auch noch mit. Wenn ich mich mal hier so reinsetze, ach guckt mal hier, das sind übrigens typische Sachen, die bei dem ID. Buzz ihr an ganz verschiedenen verrückten Stellen findet, sogenannte Easter Eggs, also immer ganz kleine Symbole von dem ID. Buzz, irgendwie eine niedliche Sache. Ja, Family, also wenn ich jetzt mich hier reinsetze, ist es okay. Ich habe hier die Möglichkeit, auch wenn ich Kinder hinten habe, hier ein Handy oder ähnliches reinzumachen oder einen Malblock, ein paar Stifte, habe ich hier auch die Möglichkeit der Getränkeablage oder auch vielleicht hier was Kleines zu machen. Ich merke gerade, es ist nicht so sehr stabil, also man kann jetzt da kein große Gewichtsdinge rauflegen, aber ich denke so zum To-Do für kleine Malsachen ist es schön. Was ich hier sofort merke, ist, dass ich diesen Tisch in verschiedene Stufen einstellen kann, also sowohl ganz gerade oder auch ein Stück schräger, was natürlich hier für so einen kleinen angehenden Picasso eine coole Variante sein kann. Auch hier habe ich wieder Fächer, also ich finde die Fläche hier hinten am Sitz ist optimal genutzt für Familienzwecke, man kann hier allerhand machen. Wenn ich jetzt hier so sitze, ist es okay. Ich bin auch ja nicht unbedingt die Größte. Ich kann mir auch vorstellen, dass man hier zu viert gut fahren kann. Habe den Eindruck, dass es in der Mitte, wenn ich jetzt hier zu dritt sitze, vielleicht noch auf einer Seite ein Kindersitz, habe hier natürlich Isofix-Vorrichtungen alles bei, dass es dann schon ein bisschen eng wird. Aber das ist eben auch wie bei jedem anderen Pkw üblich. Dann gehen wir jetzt mal nach hinten, was wir so als Familie alles mitnehmen können. Wie hier der Kofferraum aussieht, und da kann ich euch jetzt schon sagen, der unterscheidet sich deutlich vom normalen Pkw. So, hier habt ihr einmal einen Blick in den Kofferraum. Wir haben also hier ein Fassungsvolumen von 1100 Liter bis 2200 Liter, wenn ich die Sitze umklappe. Also das ist wahnsinnig viel Platz. Ich glaube, hier kriegt man sowohl einen Kinderwagen rein, als auch noch ein paar Koffermöglichkeiten. Auch ein kleines Fahrrad sollte hier mit reinpassen. Also das ist schon richtig, richtig cool für den Familienurlaub. Und auch das Umklappen der Sitze ist hier wieder so mega einfach gestaltet, dass man mit wenig Aufwand hier tatsächlich die zusätzliche Ladefläche machen kann. Normalerweise, ja, jetzt. Na, und zack, kann ich hier von hinten umklappen, habe dann einen deutlich größeren Bereich. Auch das Herausnehmen dieser Abdeckung gestaltet sich ganz einfach. Und jetzt seht ihr schon, was hier in Gänze plötzlich an Platz zur Verfügung steht. Was natürlich auch immer gut ist, gerade wenn ich so viel Gepäck habe und sehr viel unterschiedliche Sachen und jetzt nicht nur rein quadratische Kisten einpacke, sondern auch ein bisschen was Unförmiges, dass ich hier so Ösen. Und damit natürlich auch die Möglichkeit, sich nochmal gestaltet, meine Ladung besser zu sichern. Wenn ihr die Ausstattungsvariante mit der Anhängerkupplung gewählt habt, habt ihr hier eine Anhängelast von 1000 Kilo. Das ist ja so für den täglichen Gebrauch, was durchaus gut ist. Ihr könnt damit kleine Anhänger transportieren, vielleicht auch ein ganz kleiner Wohnanhänger, der möglich ist. Aber größere Sachen wie ein Pferdeanhänger oder auch einen großen Wohnwagen sind damit natürlich nicht zu transportieren. Ist aber auch immer die Frage, welchen Sinn und Zweck und Bedarf ihr dahinter verfolgt. Wenn wir schon beim Thema Wohnwagen sind, ihr wisst ja, dass auch typischerweise die Ausstattungsvariante California diesen Bulli in allen seinen Varianten geprägt hat. Und auch hier kann ich euch sagen, es wird eine California-Ausstattung kommen. Bis es soweit ist, hat sich Volkswagen aber auch hier wieder was total Cooles einfallen lassen. Wenn ihr einmal hier mit reinschaut, seht ihr jetzt, dass im Moment es verschiedene Höhen sind zwischen Sitz und
Ladeboden und hier gibt es die Möglichkeit, ein Zubehörpaket mitzuerwerben, was dann praktisch hier zusätzlich aufgesetzt wird und somit zu einer ebenen Fläche führt. Das heißt, ihr könnt dann mit einem einfachen Topping oder einer kleinen leichten Matratze hier auch super zu zweit schlafen. Ja, bei dem Camping-Zubehörpaket habt ihr also nicht nur die Möglichkeit der Ablagefläche, sodass wir hier eine ebene Fläche haben, sondern da ist auch dann eine kleine Küche mit dabei, als auch ein Abwassersystem. So, dann kommen wir jetzt zum Everyday-Check und der beginnt natürlich mit den Lademöglichkeiten, weil das ja immer noch ein großer Punkt ist bei den Elektrofahrzeugen. Wie lange brauche ich eigentlich dafür? Wo kann ich es tun und wie schnell geht es? Grundsätzlich ist ja zu sagen, dass die Reichweite hier mit 420 Kilometern circa schon echt seinesgleichen sucht. Das ist okay für diese Größe des Fahrzeuges und ich glaube auch für jeden Alltag Gebrauch gut und ausreichend. Und das Laden befindet sich hier. Ich hatte es ja gezeigt, selbst bei offener Schiebetür gibt es hier keine Einschränkung. Habe hier also die Möglichkeit, mein Ladekabel anzuschließen. Und dafür habe ich hier auch eine Grundausstattung in meinem Fahrzeug. Ich habe einmal dieses große Kabel für die Wallboxen und Ladesäulen. Und habe eben dann ganz einfach, so wie es von den anderen Elektromodellen kommt, die Möglichkeit, das hier anzuschließen. Der andere Teil des Kabels kommt an die Wallbox, an die Ladesäule und dann lädt das. Bei den Schnellladesäulen, die kennt ihr vielleicht von einigen Tankstellen oder so, die sind dann bis zu 170 Kilowatt, habe ich hier die Möglichkeit, diesen großen Stecker anzusetzen, kann sowohl im Gleichstrom als auch im Wechselstrom laden und brauche dann bei den 170 Kilowattstunden 30 Minuten, um auf 80% wiederzukommen. Da ist die Pause ein bisschen länger, aber durchaus möglich, dann auch eine weitere Urlaubsreise anzutreten. Nun habe ich ja nicht immer die Möglichkeit, an der Schnellladesäule zu laden und an einer 11 kW-Säule dauert der Ladevorgang dann so circa 7,5 Stunden. Also das ist schon mal ein Arbeitstag. Wenn ich jetzt eine Arbeitsstelle habe und die Möglichkeit dort zu laden, ist es dann, wenn ich wieder weiterfahre, am Abend auch vollständig oder zu 80% geladen. Und ich kann sogar, ist hier auch ein Zubehör, zu Hause laden. Ihr seht hier, das ist eine normale Haushaltssteckdose. Auf der anderen Seite, das kommt dann wieder hier in den Ladetrichter und dann brauche ich allerdings so circa 60 Stunden, also ein Wochenende Zeit brauche ich schon und habe dann auch an der Haushaltssteckdose wieder 80% geladen. Jetzt sind wir ja beim Everyday-Check und da ist es natürlich auch entscheidend, wie flexibel bin ich hier so. Und was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, dass ich hier also die Möglichkeit habe, die Sitze ganz einfach auch einzeln zu verschieben. Das hier ist jetzt ja der Einersitz, funktioniert hier ganz normal wie bei jedem anderen Pkw und ich kann dann hier auch auf dieser Seite natürlich auch die zwei total flexibel verschieben. Das finde ich cool. Normalerweise hast du ja eine feste Rücksitzbank und hier hast du da erstmal die Flexibilität. Zum Everyday-Check gehört so ein bisschen wie auch beim Family-Check, was ich hier schon gezeigt hatte, die Möglichkeit der Ablagefläche. Du hast hier dann in der Mitte auch, wenn es die Interieur-Paketvariante hergibt, noch so einen kleinen Ladebox-Tisch, die hier sich dann in der Mitte befindet, sodass ich hier nochmal ein bisschen flexibler bin und auch die Möglichkeiten habe, noch mehr Stauraum zu erzeugen. Jetzt gehen wir mal in den vorderen Bereich nochmal. Beim Everyday-Check, ich hatte es angedeutet, wir haben hier in diesem ID.Buzz wahnsinnig viel Ablagefächer. Das wurde ja immer so ein Stück weit kritisiert bei den anderen Bulli-Varianten. Hier ist es jetzt extrem. Ich habe hier ein großes Handschubfach mit Möglichkeiten des Verstauens. Habe hier in der Tür wieder mehrere Ablageflächen. Also hier einmal, dann hier unten, wo sich jetzt gerade die Verbandstasche befindet und habe hier auch die Möglichkeit des Ladens für Handy, Tablet oder ähnliches. Hier in der Mitte habe ich auch die Möglichkeit der Getränkeablage, kann hier also meine beiden Kaffee-to-go-Becher ganz bequem einordnen und kann das hier wunderbar nutzen. Auch hier im vorderen Bereich habe ich nochmal zwei weitere
USB-Anschlüsse, die also auch Lademöglichkeiten hergeben. Und auch in der Fahrertür habe ich weitere Ablagefächer. Was hier cool ist, aber auch das ist ja schon mittlerweile Standard fast bei VW, dass ich hier diese Touch-LED-Leuchten habe, die meines Erachtens auch dimmer sind. Ja, funktioniert. Kann hier ganz individuell einstellen. Habe diese, genau diese Lampenvariante oder Leuchtvariante auch im hinteren Bereich, sodass auch die hinteren Fahrgäste da sich ganz individuell ihren eigenen Ambiente schaffen können. So, zum Everyday-Check gehört natürlich auch die Bedienerfreundlichkeit. Wir haben ja hier so das neueste Software-Betriebssystem, was in den neuen Volkswagen ID-Modellen verbaut ist oder eingestellt ist. Das ist gut zu bedienen. Auch die Schnelligkeit wurde erhöht. Ich habe hier die Möglichkeit der Einstellung der Klimatisierung für alle Bereiche. Hier auch wieder mit klassischer Einstellungsvariante. Aber eben auch dieser Smart Climate, wo ich sofort sagen kann, ich will Füße wärmen, Hände wärmen, Füße kühlen, frische Luft, schnelles Heizen. Mit einem Klick bin ich hier sofort unterwegs. Finde ich gut. Ist für mich ein Everyday-Thema, was auf jeden Fall passend ist. Habe die Möglichkeit, hier synchron die Temperaturen auf beiden Seiten einzustellen oder auch wieder einzeln. Was natürlich hier der Fall ist, ich habe hier ausschließlich die Möglichkeit dieses Touch-Bildschirms. So die typischen Knöpfe sind hier nicht vorhanden. Muss aber sagen, so beim Probieren reagiert das sehr schnell. Das ist alles gut. Ich kriege irgendwie ein Feedback, sowohl ein haptisches als auch ein Geräusch. Und kann hier auch die Lüftungsdüsen der Klima, da habe ich noch so einen kleinen Touchpoint, individuell einstellen und muss sagen, das ist übersichtlich, ist gut, ist funktional und passt sofort rein hier in diesen neuen ID.Buzz. So, jetzt habe ich euch ja versprochen, dass wir euch auch einmal den ID.Buzz Cargo zeigen. Das ist also der typische Transporter für unsere Gewerbetreibenden. Und was hier cool ist, dass ich vorne die Möglichkeit habe, 2 oder 3 Sitzmöglichkeiten zu schaffen. Viele andere Wettbewerber haben nur die Möglichkeit, 2 Sitze hier vorne zu haben. Wir bei Volkswagen können 3. Dann habe ich hier natürlich diesen typischen Kastenoptik und gehe jetzt mal hier hinten in den Laderaum. Und wie ihr schon erkennen könnt, ist der wahnsinnig groß. Ich habe also jetzt endlich die Möglichkeit, 2 Europaletten hier reinzukriegen. Und das hat, der Laderaum hat ein Gesamtfassungsvermögen von 3.900 Litern. Auf der Beifahrerseite habe ich dann auch die klassische Schiebetür, hier nur auf der Beifahrerseite, nicht auf beiden wie beim ID.Buzz Pro. Und habe hier also die Möglichkeit, mich völlig flexibel zu organisieren, zu beladen, habe wahnsinnig viele Möglichkeiten hinten, Dinge zu befestigen, Ösen zum Verzonen, andere Schienensysteme. Also hier ist wirklich nicht zu sagen. Bei 3000 Kilo zulässigem Gesamtgewicht habe ich eine Zuladungsmöglichkeit von 650 Kilo. Auch hier kann ich also ein Stück weit was an Gewicht rein transportieren. Und ich denke, um die typischen handwerksgewerbetreibenden Arbeiten auszuführen, die in der Umgebung stattfinden, ist das eine coole, stylische, moderne Alternative. Und ich persönlich muss sagen, dass der mir optisch wahnsinnig gut gefällt. Auch gerade in dieser Cargo-Variante. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Testkriterium, und zwar den Driving-Check. Habe ich mich ganz besonders heute schon drauf gefreut. Und bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich euch einmal hier noch das Menü zeigen. Wir hatten es ja vorhin, hatte ich schon kurz angesprochen, das ist also die neueste Variante, die neueste Generation. Ansonsten ganz typisch auch mit den anderen VW-ID-Modellen vergleichbar. Ich habe hier per Touch die Möglichkeit, in die verschiedenen Auswahlbereiche zu gehen, angefangen vom Telefon über Radio, Medien, Navigation. Bei der Navigation ist zu sagen, dass also wenn ich eine Route eingebe und die übertrifft praktisch die Reichweite des Fahrzeuges oder des Fahrens, werden mir auch die Ladepunkte mit angezeigt. Ich bin also wirklich für Reisemöglichkeiten echt gut aufgestellt. Und was ich euch unbedingt zeigen möchte, weil ich das cool finde, ist hier dieses Ambiente-Licht. Ich habe also die Möglichkeit hier aus wahnsinnig vielen Farben auszuwählen. Ob ich jetzt hier eine Stimmung haben möchte, die so ein Stück weit türkis ist, in blau, ganz euphorisch, in rot, in gelb, vitalisierend, und kann sogar nicht nur diese Grundstimmung einstellen, sondern ganz individuell jede einzelne Farbkombination
auch abbilden, die Helligkeit einstellen, die zweite Farbe, die ja dann im unteren Bereich sichtbar wird, einstellen. Also das ist nochmal so ein kleines Gimmick, etwas, was Spaß macht und, glaube ich, typisch ist für diesen super modernen, zukunftsträchtigen ID.Buzz. Aber jetzt ist genug gesabbelt, wir fahren mal los und ich bin gespannt, ob ich hier ein PKW-Gefühl habe oder tatsächlich das Gefühl eines Bullis. Ich habe hier die typische Variante wieder, ja, des Schaltknaufs von Bereich Automatik über Leerlauf zum Rückwärtsgang. An der Seite hier stelle ich dann die P ein, also die Parkposition. Das ist ein bisschen untypisch noch oder anders als bei den Verbrennungsmotoren, aber auch relativ schnell zu merken. Dann habe ich ja hier am Wahlhebel noch das B stehen. Das befindet sich über dem Normalgang. Das steht für Rekuperation. Das macht ja das Fahrzeug eh. Wenn ich von der Bremse, vom Gas gehe, bremst das Fahrzeug automatisch und wandelt damit die Bremsenergie dann wieder in elektrische Energie rum, die dann wieder zu Reichweitenerhöhung führt. Und ich kann diesen ganzen Prozess auch nochmal verstärken, indem ich dann bei höherer Geschwindigkeit, ich zeige es gleich mal beim Fahren, auf das B schalte und man merkt, wie das Fahrzeug dann deutlich stärker bremst, wenn ich vom Gaspedal gehe. Was ich hier feststelle, wir haben ja diese Armlehnen, hatte ich euch ja eingangs gezeigt. Allerdings nur bei der Fahrerseite auf der rechten Seite und bei der Beifahrer auf der linken Seite. Und ich muss ehrlich sagen, mir fehlt das hier für meinen linken Arm. Ich kann zwar den Arm hier auf der Tür ablegen, so Manta-mäßig, aber es ist eine andere Höhe. Das ist so ein bisschen schade. Da fehlt mir das typische Bully-Feeling, was man da kennt, dass ich auf beiden Seiten diese Armlehnen habe. Ansonsten fährt sich der ID.Buzz wirklich gut. Ich hatte ja erst den Eindruck, dass durch diese Weite nach vorne hier irgendwie ein komisches Gefühl entsteht oder man den Eindruck gewinnt, man ist so weit weg vom eigentlichen Geschehen und kann die Schnauze nicht so richtig einsehen. Muss ich aber sagen, habe ich beim Fahren jetzt überhaupt nicht das Gefühl. Im Gegenteil, ich finde den ID.Buzz super umsichtig. Ich habe hier wahnsinnig großes Sichtfeld in alle Bereiche, auch nach hinten in den Rückspiegel kann ich toll gucken. Also das ist wirklich etwas, was man durchaus weiterempfehlen kann. Jetzt versuchen wir das mal mit dem B, mit der Rekuperation. Ich gehe jetzt mal in diesen Modi und vom Gas und ihr merkt es jetzt nicht, seht es aber an der Geschwindigkeit, wie schnell das runterreguliert und damit praktisch wieder zur Energiegewinnung beiträgt. Apropos, wenn wir bei der Energiegewinnung sind, möchte ich euch hier einmal zeigen, welche Reichweite, wie das angezeigt wird. Wir haben jetzt noch eine Restreichweite von 232 Kilometern. Akkuladestand liegt bei 57%. Und im Übrigen, die kombinierte Reichweite, ich hatte es ja gesagt, ist mit ca. 420 Kilometern angegeben. Volkswagen selbst sagt aber, wenn ich nur im Stadtverkehr unterwegs bin, schaffe ich sogar eine Reichweite bis zu 600 Kilometern. Und das ist, glaube ich, schon eine Einzigartigkeit in dieser Größe und Klasse. So, jetzt fahren wir also auf die Autobahn. Ich drücke mal ein bisschen rauf. Wir sind ja auch schließlich auf dem Beschleunigungsstreifen. Und ich muss echt sagen, cool. Also man merkt hier die 204 PS tatsächlich. Und der ID.Buzz hat ja ein Gesamtgewicht von 2,4 Tonnen. Und das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, gerade beim Beschleunigen. Im Gegenteil, das fährt sich echt richtig gut. Tja, wir haben hier bei den 150 kW, das ist ja auch eine 77 Kilowattstunden Batterieleistung, die dahinter steckt, oder Kapazität, haben wir einen durchschnittlichen kombinierten Verbrauch laut WLTP von 20,5 Kilowattstunden und damit errechnet sich dann natürlich auch die Reichweite. Was mir jetzt hier so ein bisschen auffällt bei der Autobahnfahrt ist, dass so die Geräuschkulisse schon etwas höher ist. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass es etwas geräuschärmer ist. Hat sicherlich auch immer was mit den äußeren Windeinflüssen zu tun. Aber ich muss sagen, das hätte ich mir leiser vorgestellt. Ist aber natürlich alles eine Betrachtungssache und für welche Zwecke verwendet man es und wie laut mache ich die Musik.
versuchen wir mal einmal von 0 auf 100 zu beschleunigen, angegeben mit 10,2 Sekunden. Frank, halt dich fest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also ich hatte schon gesagt, diese 2,4 Tonnen, die ja der ID.Buzz hier wiegt, die merkt man echt kaum. Also ich muss sagen, die 10,2 Sekunden sind auch völlig angemessen für die Größe. Mir macht ein Elektrofahrzeug eh Spaß von der Beschleunigung. Das ist ein ganz anderes Gefühl als bei den Verbrennungsmotoren. Aber da hat jeder seinen eigenen Stil. Schreibt doch auch mal gerne in die Kommentare, falls ihr schon mal ein Elektroauto ausprobiert habt, wie ihr so den Vergleich der Beschleunigung zum Verbrennungsmotor findet. Was ich euch noch zeigen möchte, wir haben hier einen unglaublichen Wendekreis bei diesem Fahrzeug von nur 11 Metern. Ich schlage jetzt mal komplett ein. Das ist irre, wie weit dieses Lenkrad auch rumgeht und wie handlich doch hier dieser große Bus dann wird mit einem Wendekreis von 11 Metern. Echt beeindruckend. Richtig, richtig cool. So, dann haben wir jetzt als letztes noch mein Fazit zu den ganzen verschiedenen Checks. Und bevor ich damit beginne, das wollte ich euch auch nicht vorenthalten, finde ich mega witzig, wie hier die Motorraumklappe aufgeht. Nämlich ja, von unten nach vorne. Ganz witzige Angelegenheit und sehr passig auch wieder zu dem neuen ID.Buzz. Mein Fazit, wir hatten begonnen mit dem Style-Check. Ich bin ein echter Fan von dem ID.Buzz geworden und muss sagen, dass hier Volkswagen Nutzfahrzeuge mal wieder richtig was auf den Markt gebracht hat. Ich finde es irre, die Wartezeit hat sich gelohnt. Ich kann mich noch an die ersten Studien erinnern dazu und bin echt mega, mega begeistert, sowohl vom ID.Buzz Pro als auch vom Cargo-Variante und gebe hier im Style-Check volle Punktzahl 5 von 5 Sternen. Dann habe ich mir den Family-Check näher gebracht und angenommen und muss auch hier sagen, von der Größe her, ihr habt es gesehen, das ist hier auf der Plattform des ID.3 4 und 5, die Größe ist irre. Was ich hier an Kofferraum, Fassungsvolumen habe, das beeindruckt mich doch schon sehr und mit einer normalen vierköpfigen Familie ist das hier mega geil zu gestalten. Auch wenn dann in der nächsten Variante die 6- und 7-Sitzer kommen, der lange Radstand dazu. Ich glaube, da steht der ID.Buzz wirklich keinem anderen Modell in irgendwas nach. Und deswegen gebe ich auch hier für einen Family-Check rein aus Platzgründen schon mal 5 von 5 Punkten. Everyday-Check, da muss ich sagen, durch die vielen Ablagefächer und Möglichkeiten auch echt cool. Was mir hierbei aufgefallen ist, dass wir hier in der Basisvariante doch einige Ausstattung nicht mit an Bord haben. Mir fehlen so ein paar Dinge wie eine Rückfahrkamera und noch ein paar kleine andere Gimmicks, auch im Assistenzsystembereich. Ist ja nicht so groß ausgestattet hier. Deswegen aber wirklich nur aufgrund dieser Basisvariante, ihr könnt ja andere Themen wählen, gebe ich hier 3,5 von 5 Punkten. So, der letzte Check war der Driving-Check. Gerade live miterlebt hier, gebe ich 5 von 5 Punkten und muss dazu sagen, ich habe natürlich noch kein anderes Elektrofahrzeug als Bulli-Bus-Variante gefahren. Daher fehlt mir da ein bisschen der Vergleich, aber zu den Modellen, die wir bisher hier schon getestet haben, kriegt der ID.Buzz hier im Driving-Check 5 von 5 Punkten, im Komfortmodus super angenehm, hat aber auch eine geile Beschleunigung. Die 4,5 Tonnen merkt man nicht, Gesamtgewicht, also viel Spaß, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und wenn ihr Bock habt, auch die neuesten Modelle mit uns gemeinsam auszutesten, abonniert doch gerne unseren Kanal oder kommentiert auch gerne, was ihr zu unseren Checks haltet oder auch zu den einzelnen Modellen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.